Ich habe nur versucht, auch gerade das Passwort zu knacken. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Yeah. Ah, da vorne ist es. Ich sehe sogar den Cobblestone. Ja, ich sehe es auch. Den baue ich jetzt erstmal. Es ist nicht direkt unter dem Cobblestone. Ich habe den einfach nur random platziert, damit ich den Ort wiedererkenne. Es ist hier in der Wand. Okay. Ah, warte, ich muss hier kurz was in die Schaltung einwerfen. Es ist nur hinter Dirt gebaut. Oh mein Gott. Yes. Ja. Milord, ein Kaninchen. Du musst mir raushelfen. Ja, warte, da muss ich kurz in die Einstellungen. Warte, nein, ich baue mich einfach raus. Ja, okay. Na, die Kaninchen! Mist! Ich bin in den Einstellungen. Warte. Pack sie. Ah, pack dir den. Den anderen versuche ich noch zu verfolgen. Einen habe ich. Den anderen verfolge ich. Einer ist da. Oh Mann, das war schon so geisteskrank, die überhaupt aufzutreiben. Ich habe das eine Mal über eine Stunde mit Ryan gesucht. Du musst einfach die Taste gedrückt halten und dann hinterher rennen. Der bringt sich selbst um. Der ist allerhöchstens 10 Minuten alt. Der outplayt mich. Warte, hier ist der andere Hase, der ist viel wichtiger. Nein! Ja, ich hab ihn. Der Kleine ist egal. Ja. Das kann nicht wahr sein, Gambo. Hast du ihn wiedergefunden? Nein, ich sehe ihn hier, ich versuche es. Babys kann man nicht fangen, das ist unmöglich. Das ist physikalisch, glaube ich, gar nicht möglich. Warte mal, kann man ihn vielleicht mit Karotten locken? Nimm ihn hoch. What? Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich kann es dir nicht sagen. Du warst von allen guten Geistern verlassen. Es gibt Sachen, die kann ich auch einmal nicht erklären. Hier, Gambo, für deine Mithilfe. Pizzastück, yummy. Hab ich letztens auch gegessen. Und das hier, muss ich sagen, ich habe ja viele, viele Hüte schon unboxed. Das hier hat mich ein bisschen an dich und an unsere alte Zeit auf dem ersten Server erinnert. Und deswegen habe ich dir das hier mitgebracht. Minecraft-Flasche? Ich bin Direktor Logo. Oh mein Gott, hast du die Oma des Geistes? Die hab ich auch! Jetzt können wir zusammen Altenheim eröffnen. GG Blaue Ranger! Ich bin froh, dass es einen Superhelden gibt, der den Server immer beschützt. Der Blaue Ranger. Go, Blaue Ranger! Aber eigentlich sind es ja mehrere, oder? Das sind ja die Blaue Rangers, oder? Ja, GG Blaue Rangers. Alter, es spawnen echt eine Menge Monster. Oh, ich habe einen Bogen bekommen. So, es ist soweit, Gambo. Es ist soweit. Ich leg mich ins Bett. Nein, was machst du denn hier? Guten Tag, der Herr. Ich hab's am Rücken. Na, alles gut, ich hab alles, was ich brauche. Das kann nicht sein, ich hab ihn gerade gecraftet. Der Rucksack ist nicht mal 10 Sekunden alt und du musst sofort deine Finger da reinstecken. Reinluschern. Okay, warte mal, wie war das nochmal? Was muss ich machen, um die Mülltonne freizubekommen? Verwende 100 Essen und Pflanzen in einem Komposter, um diesen Rucksack freizuschalten. Okay, das ist ja eine einfache Aufgabe. Das kriegst du relativ schnell. Ja, ich brauche eigentlich nur... Ach, hast du noch ein Eisen, was du mir borgen könntest? Ich habe all mein Eisen in die Zäune gesteckt. Nein, ich brauche ein Eisen. Ja, aber du musst den Komposter, glaube ich, einmal voll machen. Deswegen dauert das ewig. Einmal voll machen zählt als eins, oder was? Nein. Ja, doch. Klar, ich habe da jetzt schon mehrere Sachen reingepackt und es hat nicht geklappt. Warte, ich packe meine Karotte rein. Und es steht nicht da. Also man muss ihn voll machen. Man braucht also quasi diese Bio-Sachen. Und dafür brauche ich jetzt eine Schere einfach. Eine Schere, ja. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Kann man vielleicht eine aus Kupfer machen? Ich schaue gerade durch die Crafting. Doch, man kann eine Kupferschere machen, Gambo! Echt jetzt? Alter, ich habe mich, glaube ich, noch nie so über Kupfer gefreut. Oh mein Gott. Soll ich dir auch eine machen? Nee, mach du die Blätter. Nee, lass die Stämme stehen. Ich nehme die Stämme. Nee, ich brauche eh Holz. Ja, die geht recht fix kaputt, aber Kupfer ist ja jetzt nicht so selten. Das erinnert mich. Ich glaube, ich muss mir heute mal wieder die Glatze nachrasieren.
Okay, ich hau die ersten Dinger rein. Aber ich glaube, Laub hat einen sehr geringen Auffüllwert. Schauen wir mal. Das müsste jetzt als einmal gelten, oder? Genau, einmal. Ich muss 100 Mal den Komposter füllen. Ich begrüße Easy mal richtig. Was? Oh mein Gott. Perfekt, Logo. Du hast das wirklich geschafft. Starke Aktion, Junge, wirklich. Komm, die hat einfach nur... Minecraft-Freunde, vierter Tag. Tag Mann, die hat doch nur ein Disconnect. Ja, ich glaube, Blätter braucht man zwar eine Menge, um das aufzufüllen, aber es ist das Effektivste, was man machen kann. Vor allem, wenn man aus Kupfer Scheren herstellen kann, Alter, dann ist das anders effektiv. Okay, checken wir mal, wie viel ich jetzt schon habe. 18. Gammo, das wird ewig dauern. Ich glaube, durch das viele Klicken, Gammo, ja, verbuggt sich mein Game. What? Mein ganzes Kupfer ist gerade disappeared. Wo ist mein Kupfer? Da, hä? Junge Gammo, ich glaube, ich zauber, Alter. What? Es dauert halt extra lange, weil wir es halt mit Laub machen. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach die ganzen Süßbären von Ryan abbauen. Ryan, tut mir leid. Ich weiß, dir hat der Prank gerade gefallen und das war gerade richtig cool, weil es dann halt so einen coolen Vibe um dein Haus gegeben hat, aber... Tut mir leid, ich musste die Süßbären in den Komposter packen. Warte mal, pass mal auf, ich schalte in den Superspeed-Modus. Ich tape kurz jetzt meine Maus. Jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wird die Maus getaped. 3. Ja. Komm schon. 2. 1. Let's go. Ich habe immer noch einen Haufen Blätter übrig. Der Wald hier hinten hat ein bisschen gelitten. Aber lassen wir den mal so stehen. Ich frage mich, ob das jemanden auffällt. Was ist denn hier passiert? Ryans Haus ist weg. Wer war das? Wer hat denn sowas getan? Hä, hey, mein Haus ist weg. Wo ist das hin? Warum sind da Bäume drauf? Ist das wirklich weg? Ja, Gammo. Gammo, ja? Hä, warst du das? Ist das schlecht. Wer ist da schon wieder? Ist es schon wieder Ryan? Natürlich ist das Ryan. Pass mal auf, Ryan, ich will dir was zeigen. Ja. Alter, was ist das denn? Warte mal, wo habe ich denn das überhaupt hingelegt? Ah ja, hier. Tada! Yo, als ob. Wo hast du denn die Hasen her? Hast du eine Farm gemacht wenigstens? Ja. Aber ich habe alle gekillt, um das zu vervollständigen. Nein. Doch. Nein. Ja, aber dann hast du ja genug Leder für uns. Ich habe nur genug geholt für meinen Rucksack. Nein, 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 das versuchst du erst gar nicht. Komm, gefälligst her. Stell dich. Oh. Geh mal nicht fort in das Haus. Ey, du darfst hier nicht rein, das Tor ist zu. Hallo. Das ist ein Roleplay-Element. Ich hab das Tor verschlossen. Ryan, jetzt mach das Tor auf. Ja, wartet, ich bin gerade an meiner Kiste. Mann, ey, dann kommt halt rein, Jungs. Ich find das auch geil. Wie zwischen. Ich finde das geil, wie zwischen diesen Bären einfach noch das Schild von Ryan steht. Ich finde das so geil. Nein, nicht abbauen. Es ist wie so eine Vorgartendeko. Ich habe gesehen, du hast hier eine Passwortkiste. Hey, die Tür war zu. Was soll denn das? Ach so, warte, Roleplay. Raus hier. Einen Moment, bitte. Ich bin gerade beschäftigt. Raus ich hier jetzt, Gammo. Raus hier, Mann. Raus hier. Ah, hi, Logo. Hallo. Willst du rein? Aber mach die Tür hinter dir zu, bitte. Schnell! Okay. Wer ist dieser fremde Mann? Oh mein Gott! What? Hat er gemacht. Oh, er hat den Maskottchen. Setz doch mal diesen Brillenkopf auf. Und Ryan, komm mal ran und sneak mal hier rein und guck mal so von unten durch diese Ritzen von dir. Junge, deine Augen kommen da durch. Kommen durch die Tür gefühlt. Ach, ich habe ja meine Dingens auf, ne? Ja, ich vergesse das immer, dass ich so aussehe. Ryan, ich habe übrigens das Passwort von deiner Kiste geknackt. Hast Hallo, nicht. Kann ich bitte Doch auch rein? Hast du nicht. Wer sind Sie? Ach so, sorry. Jumpscare. Ich verkaufe Staubsauger. Woher willst du wissen, dass ich deine Kiste nicht geknackt habe? Hast du schon mal reingeguckt? Ja, dann mach mal auf. Ja, habe ich gerade erst. Mach mal auf und guck rein. Nee, wenn ich die aufmache, könnt ihr da bestimmt reingucken. Junge mit Ryan's Augen.
Gammo versucht auch gerade das Passwort zu knacken. Let's go. Nein, Mann, nein. Was? Nein. Was bist du? Nein. Was ist das Passwort? Schnell. Du hast das Passwort geknackt. Mann, jetzt muss ich das ändern. Was ist das Passwort? Ich bin Kriminell. Was ist das Passwort, Gammo? Das ist Sag es nicht. Ja, okay, was gibst du mir dafür, dass ich das Passwort nicht verrate? Das Erpressung. Gammo, was ist es? Was ist es? Oh, du kannst es dir eigentlich denken. Meine Rüste ist voll kaputt. Ich überlege gerade. Das ist eigentlich einfach. Das ist wirklich einfach. Wenn es von Ryan ist, dann... Warte mal. Ehrlicherweise musste ich aber dafür googeln. Echt? Oh mein Gott, ist es dein Geburtstag? Du bist so ein schlechter Freund, Gammo. Raus aus meinem Haus. Er braucht jetzt 2-3 Tries, dann hat er es auch. Sehr lang oder ist es sehr kurz? So ein Dreck. Also, das habe ich wieder aufgemacht. Ja. Ich war das nicht. Mach mal zu. Ja. Okay, warte. Also, es kann ja nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen. Das ist das gängigste Modell, was es gibt. Ja, mach ich gerade. Aus 6 Zeichen. Nee, das ist gar nicht das gängigste. Ah, ich hab das Ja komplett ausgesucht. Digga, da ist einfach deine Bettensammlung drin. Ja. Ich hab erstmal diese Normie-Passwörter 1234 000. Die habe ich auch schon off-cam eingegeben, als ich hier reingekommen bin und die Kiste gesehen habe. Wir sind auf Minecraft, Freunde. Ich mache mir eine passwortgesicherte Kiste. Das Erste, was ihr macht, ist versuchen, die zu knacken. Was ist denn? Was ja, Alter, ist halt passiert. Was ist denn los mit euch? Wirklich, ich finde das hier langsam echt nicht mehr nett. Ja, lass ein neues Passwort aus. Also, ich glaube, das Sicherste, was du festlegen könntest, wäre, wie viele Zeichen kann man verwenden? Kann man 10 Dinger verwenden? Wenn du 10 Zahlen verwendest, holy Nimm shit, das kann... Das dauert... Ich nehme meinen Bankpin. Nimm den Konto, nimm deine gesamte IBAN. Ich verwende meine Kreditkartennummer, die Sicherheitsnummer auf der Rückseite und den Kontoinhaber. Freundliche Kreaturen manchmal aus. Ich will Toto nicht mehr hören. Ja, Toto nervt langsam wirklich. Der schreit hier auch rum, als würde er jede Sekunde. Wie erträgst du das, Ryan? Der schreit hier. Oh, was für ein majestätisches, schönes Haustier. Ey, das ist Diebstahl. Ich will dir doch nur helfen, weil ich weiß doch, wie es geht. Weißt du, wie du mir helfen kannst, wenn du nicht aufhörst, meine Passwörter zu knacken? Hier, probier mal damit. Der universelle Zerstörer. Nee, Rechtsklick vielleicht? Ah, ja. Gib mir mein Dias und mein Bett oder was das war. Nee, ich hab die Dias nicht aufgesammelt. Ich hab die. Okay. So, wenn ich jetzt neu platziere, jetzt kann ich mir... Probier mal die maximale Zeichenanzahl. Kannst ja Nullen machen jetzt nur als Test, wie weit du kommst. Ich glaube, bis es einfach voll ist, tatsächlich. Ich mach mal, speichern. Wie viele? Ich hab Einsen genommen. Warte. Huh? Warte mal. Oh nein. Lol, ich weiß es nicht. Ich komme nicht mehr rein. Nein! Ryan, nein! Weil du kannst halt, wenn das Feld voll ist, kannst du auch weiter Einsen eingeben, aber man weiß es halt nicht. Ja, ich würde es gerne abbauen. Okay. Platz machen. Wee. Das knackt ihr nicht. Ich habe jetzt was genommen, das könnt ihr nicht knacken. Ah, okay. Da wäre ich mir nicht so sicher. Warte. Logos Kreditkarteninfos. Muss da mal jemanden anrufen. Ha? Gib mir eine Sekunde. Vielleicht habe ich auch gelogen, damit ihr verwirrt seid. Vielleicht ist ich sag nur, wie viele Zahlen es sind, mehr nicht. Nein, ich sag euch nicht, wie viele Zahlen es sind. Man, wenn wir nicht wissen, wie lang es ist, ist es ganz schön witzlos. Dann können wir ja nur raten. Zum Beispiel Ryan Coles Bizeps-Umfang. Nur die Länge. Die Länge? Jungs, sind Tür zu? 20 Zentimeter. Ja, ich glaube nicht, dass wir das erraten können, Gammo. Das kannst du vergessen. Das ist unmöglich. Wir wissen weder, wie lang das ist, noch, dass es irgendwelche Anhaltspunkte gibt, weil das erste Mal war halt... Wenn das jetzt einfach aufgegangen wäre, wie krank wäre das? Oh, das wäre übelst insane gewesen. Ich habe vorher extra was Einfaches genommen, was ich mir merken kann, damit ich die easy aufkriege und das schnell eingegeben bekomme. Jetzt habt ihr das geknackt, jetzt musst ihr mir was anderes ausdenken und wenn ich das Passwort vergesse, dann bin ich halt am Arsch. So. Schreib's dir doch auf! Nein. Dann brichst du bei mir ein. Hast du keinen Passwortmanager? Denn das ist der perfekte Übergang zu uns. Oh mein Gott. Und das ist die heutige Folge. Wir stehen jetzt noch 5 Stunden lang hier und versuchen, das Passwort herauszufinden. Das Problem ist halt, wenn man die Länge nicht kennt, ist es ein Rätselraten. Ja, jetzt kommst du nicht mehr rein. Viel Spaß im Regen. Ist ja keine passwortgesicherte...
Was braucht man denn für ein Nummernfeld? Warte, man kann doch auch ein Nummernfeld herstellen. Braucht man nur und Knöpfe. Warte mal. Habe ich noch Stein hier rumfliegen? Kann man auch Türen damit sichern? Ja, kann man. Hier kommt ein Raid rein, Jungs! Junge, ich habe was kurz gedacht. Ja, hier ist ein Raid-Trupp. What? Wo kommen die denn her? Ey, waren letztens schon mal welche. Ah, Mann, Ryan, hör auf! Tut mir leid, dass ich an meine Kiste gehe. Ich dachte jetzt, Gambo hat's gelöst. Gambo, ich glaube nicht, dass du da drauf kommst. Das ist nicht möglich. Okay, Grobwegeplatte und Steinknöpfe. So, guck mal, jetzt können wir hier draußen... Okay, wir müssen aber die Fackel wegmachen. Jetzt können wir das Nummernfeld installieren. Ah. Warte. Nein! Was ist kaputt gegangen? Mein Helm! Ah. Nein! Kannst du das abmachen? Danke für den universellen Block zerstören. Jetzt raus aus meinem Haul! Minecraft, Freunde, halten fest zusammen. Sie sind Minecraft, Freunde, für ein Leben lang. Immer jederzeit bereit, Freunde für die Ewigkeit. Minecraft-Freunde lassen dich niemals allein.